bei seinem Porträt den John Rash, einer von den bekanntesten Lützebäuer Musiker, Sing- und Songwriter und Organisator. Wir schätzen mit ihm über den Anfang an seinem Projekt. Das ist mir ein großer Freude, für alle meine zu kommen. Du weißt, für ganz viele Jahre, muss ich schon denken, ja. Wenn ich 30 Jahre verbringe, wo müsste ich gehen? Demnach müsste ich gehen. Heute kannst du wie lange hier bleiben, also, wenn du am Lissi warst. Also für Freunde, für Events, für heute zu sein, immer. Guess we've got to pack our stuff today. Summer slowly fading away. Turn back, take a last look and wave goodbye. Time to close another memory book. Colored flowers in young girl's hair. Was ist schon mehr wie 20 Jahre Musiker? Wie hast du in der Landschaft zur Musik zustande gekommen? Das ist beim Sport gegangen. Schon wo ich liege, habe ich gemerkt, habe ich Musik gebraucht, für mich warm zu machen, für mich zu präparieren auf einen Kurs. Und dann habe ich immer mehr Musik zu lauschen, immer mehr Sachen wollen zu entdecken. Das sind relativ viel zwischen Menschen, von der Musik und Büchern so Sachen gehen, den Menschen. Ich muss immer neue Sachen entdecken. Du hast das Bestandteil von meinem Leben. Also das ist wirklich Musik, also ich meine, es ist wichtig für mich. Ich hatte, wo ich mich probiert habe, zu qualifizieren für die Olympischen Spiele zu Barcelona, habe ich mich ganz schwer verletzt, an einer Saison dreimal. Da sitze ich mit einem Kollegen am Theater und aus lauter Langweil habe ich eine Band gegründet. Also, es ist Spaß und es ist Langweil. Und da habe ich gemerkt, dass es wirklich etwas wäre, was mich umtreiben und motivieren. Und ja, so ist das ganz dann an die Rolle gekommen. Und dann war es mein Beruf. Irgendwie ein Jahr in der Stadt, was ich gemerkt habe, fallen gelassen. Und ich bin weitergezogen, quer durch die Welt, als Tourmanager, als Musiker und als Veranstalter. Und da ist es wirklich mein Beruf und hat alles gefasst, von bis. Also ich fühle mich Auftritt noch immer nervös. Ja, das ist etwas relativ Witziges, weil ich höre von vielen Musikern oder Sängern, die immens nervös sind für einen Auftritt. Es sind nicht eigentlich äußerst Ziele. Ich meine, was mich mal nervös gemeint hat in der Vergangenheit, dass wenn ich bereit war, für die Bühne zu gehen, konzentriert sich doch ein bisschen wie bei einem Match oder so. Und da bleibt es hängen. Weißt du, dann geschieht irgendetwas, was bewirkt, dass du nicht kannst aufhängen mit dem Kasse. Und dann bin ich ja, nervös. Nicht unbedingt aufgeregt nervös, aber nervös. Aber dann, ich will dann. Ich bin dann ungeduldig. Aber das ist Gott sei Dank mein Seelen der Fall. Hast du für einen Auftritt ein Ritual? Ja, ich schlafe meine Musik nur für das. Für so eine gute Pfanne. Für das geht. Mary Ann, I want you again. From now to the end. Mary Ann, I need you again. Take my hand. Die vor Tour war ich echt Bernd. Welche Erinnerungen hast du, wenn du von dieser Zeit zurückdenkst? Ja, das war ein immens scheint wichtiges Kapitel. Das hat alles losgetrippelt. Das war am Fongol immens überraschend, weil man gar nicht gedacht hätten, dass das so könnte explodieren, wie das damals der Fall war. Explodieren heute zu Lützeburg. Ein bisschen bekannt war man am Ausland. Das war schon spannend. Ich denke darüber immer ein bisschen wie, ja, wie so eine Überraschungstut. Weißt du, du weißt gar nicht, was der Kind erwartet. Du hast einfach Musik gespielt, was du gerne gemacht hast. Ich meine, wir waren gar nicht so immens gut. Man hatte just ganz viel Energie und immens viel Lust für das Spielen. Und das haben die Leute gespürt. Und das hat vielleicht ein bisschen ähnliches gemacht wie einer Band. Und dann hat man auch eine kleine Hand für ein paar coole Lieder zu schreiben, die den Leuten gefallen. Und wir haben immer probiert, und das ist auch heute noch der Fall, richtig ehrlich auf der Bühne zu sein. Echt, also alles hier zu gehen, was man so hat. Und ich meine, in dem Moment, wo bei TV2 Mann gut gegangen ist, nur 8 Jahre, 7, 8 Jahre, war auch da,
wo man das nicht mehr konnte, so umsetzen. Und das war dann noch der Moment, wo ich dann für mich entdeckt habe, dass es besser wäre, ein Solo-Projekt zu machen. Und ich meine, das geht früh für sich ein bisschen entdeckt. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir alle gut auf dem Punkt waren. Aber ich erinnere mich immens gerne daran, und dass so ein flottes Fotoalbum, ein Buch, ein Geschichtsbuch, was da ist, was da eben steht, wo du da gucken gehst, wo du lauschen gehst. Es gibt ja auch einen flotten DVD, wo ihn kann so losgehen. Also, das scheint, wo es da war, ich bin auch froh, dass es ja, so flott abgegangen ist, weil wir einen genialen letzten Konzert abgegangen haben. Die Low-Band Dream Catcher beschreibt als ihren Stil. Also Musikstil bei Dream Catcher. Das ist die Lieblingsfrage von allen Musikern da dort. Also ich meine, dass es eine Mischung ist zwischen Folk, irischem Folk und Pop. Weil man Lieder schreiben, die einfach ja, gerne mal am Kopf hängen bleiben. Man hat eine rockige Attitüde für sie zu spielen, obwohl es nicht akustische Instrumente sind. Das heißt, wir gehen mit ziemlich viel Pep dran. Also das ist eine interessante Mischung zwischen Folk, Rock und Pop. Was steht Loma Dreamcatcher in Zukunft an? Du könnt den 23. April ein Sonic Comic raus. Das ist ein Comicheft, den dritten Teil schon. Den wir erschaffen und die Geschichte von einem Papa und seinem Jungen. Der Papa ist ein Musiker, dem seine Karriere nicht mehr ganz so gut geht. Und der Junge ist ein Drehmer, das ist am Fongol ein bisschen noch das Spiegelbild vom Papa, wo den Jung war. Das heißt, die zwei Welten, die über den clashen. Und da machen wir dann immer so wie ein Zucht Soundtrack dabei, für Sonic Comic. Und da kommen fünf Lieder drauf. Wir haben gerade Single abgeholt, Not Too Old to Folk and Roll. Und nach vier Live-Sticker. Und dann kommt am Hirsch Wanter ein Album raus. Inzwischen spielen wir schon echt Festival. Wir haben eine Release-Party zu ersten Nacht. Da waren wir noch nie. Das ist immer auch eine Challenge für uns, wo wir noch nicht wissen, was. Und dann kommt eine Tournee in Japan, England, Kanada, Amerika, Deutschland sowieso. Das ist unsere Lieblingsmarsche. Wir haben schreiben einen Plattvertrag in Frankreich, in Neuen, wo wir ja, viele Erwartungen und Hoffnungen haben. Wo ich auch gespannt bin. Was war Ihr Lieblingslied, wie dir mir gefällt? Lied spontan fällt mir kein an, aber ein Reihe Künstler, die mich markiert, wo ich klein war, jung, klein. Weil ich an einem Haus aufgewachsen bin, meine Mama ist Französisch. Da habe ich viel französische Kultur mitgekriegt, Gilbert Bécaud, Jacques Brel und so weiter. Die aber einen großen Einfluss hatten, wahrscheinlich dafür auch an verschiedene Sprachen schreiben. Halt ist das. Dann von meinem Mann hier ist dann Beatles, Shin, die Rivercommers. Ich finde immens gern, wo ich nach klein war, so Sachen gelesen wie Nick Kershaw oder Nina, kann ich mich erinnern. Und von da aus, als dann Sprangbriert kommen auf U2, und das war wirklich eine Band, die ganz, ganz großen Einfluss hat auf das, was ich dann auch gemacht habe, am Sport und der Musik. Und ja, das gebe ich so, weil auf jeden Fall für mich ein immens markanten Moment, U2 zu entdecken. Und die Live-Energie und vielleicht doch das, zu dem Zeitpunkt nicht perfekt, aber ganz viel Energie, ganz viel ja, Herzensblut, ganz viel Spaß herabbringen. Das ist etwas, was mir gefällt. Voilà, Luma, noch ein paar kleine Fragen und ich gebe immer mal eine kurze Antwort. Basket oder Musik? Definitiv Musik. Mir haben euch so gelust, dass bei euren Auftritten immer rennt. Wieso ist das so? Das ist eigentlich ganz gut vor. Wir stellen uns hey, schon ein paar Summen allein. Wir haben die größte Chance, dass es entweder oder ist. Das ist entweder so warm, dass wir bald von der Bühne umkippen oder drehen wir dran. München oder St. Pauli? Ah, definitiv St. Pauli. Was wirst du geben, wenn du nicht mit Musik zu tun hast? Was ich wollte gehen, wo ich klein war, war Fürster.
Was ich mir kein vorstellen, sonst zu machen, außer Musik wäre, zu schreiben. Schriftsteller, Journalist, scheißegal. Es war ganz interessant und wir hoffen, wir könnten ja schnell Kai begrüßen. Was war mein Fried? Aber Jean de Reche.